Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde One vs. One in Smite. Das letzte Spiel war mit Aphrodite, da habe ich ziemlich Nerven gelassen. Das war lustig, das hat Spaß gemacht. So, ich würde jetzt gerne mal mit wem würde ich denn gerne spielen? Ich hatte mir Cupid rausgesucht, richtig, Cupid. Ich glaube, Busted bann ich mal, weil die momentan richtig böse ist, ehrlich gesagt. Durch dieses neue Item Geistesicht kann man sie nicht mal mehr mit Lifesteal so richtig kontern. Wen möchte ich mit Cupid denn noch nicht haben? Cupid, wer kann denn schlecht aus der Ult abhauen? Ich fand Loki, finde ich auch immer richtig scheiße. Oh, ich glaube, ich bann Loki, weil ich den gerade so kacke fand. Oder eine Kali? AMC. Ich bann AMC. Ist auch scheiße mit dem unglaublich krassen Wave Clear. Aber man kann auch einfach eine Soul bannen. Man kann super viele bannen. Ich finde das übrigens echt cool, dass man jetzt diese 6 Bans hat. Das finde ich echt nice. So, ich spiele Cupid. The God of Love. The God of Love. Ah, Artemis. Auch, der hat auch auf jeden Fall wieder Plan, der Typ. Das merkt man an den Bans. Also der spielt nicht zum ersten Mal. Das sind absolute Meta-Bans. Ich trinke mir jetzt noch ein Schlückchen. Was brauche ich auf Cupid erstmal? Transzendenz? Ja. Ich glaube, Transzendenz ist ein guter Plan. Ich bin gespannt, wen er jetzt pickt. So, und dann muss ich natürlich versuchen, in meiner Ult auch noch meine 1 immer zu treffen. So muss es ungefähr laufen. Oder fange ich mit diesem Clear-Item an? Dann habe ich allerdings nicht so viel. Ich muss gucken, was für ein Wave Clear der Gegner hat. Der soll mal langsam picken hier. Wir sind hier nicht beim Schach, mein Freund. Werd mal fertig. Vielleicht kann ich in der Zeit ja einen kleinen Witz erzählen. Nee, das ist Quatsch. Nee, Witze sind doof. Boah, er muss aber lange überlegen. Also ist nicht so ein Typ, der immer sagt, so, ich spiele jetzt immer Hades. Ich pick jetzt Hades. Ja, Soll. Alles klar. Läuft. Soll. Ist wahrscheinlich eine 10er Soll hier wieder. Hätte ich mal Soul gebannt. Nein, Quatsch. Aber man muss natürlich mal aufpassen. Bei Soul ist die böse. Eine 5er Soul. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. So. Was habe ich gesagt? Transzendenz fange ich an, oder? Ich fange Transzendenz an. Ich bleib dabei. Bleib beim Motto treu. So, was kaufe ich mir? Sprint? Nee, macht keinen Sinn. Ich glaube, ich probiere mal das neue Item hier aus, entzweien. Das nennt man auch Sander oder Meditation. Ich teste das mal. Also, das macht 40 True Damage, glaube ich. Ja. Und verringert den Schutz danach um 25%. Das heißt, erst immer das Item drauf machen und dann. Guck mal, da ist sie schon, die Soul. Ah. Einen schönen Hit mit rausgekriegt. Nice. Nicht getroffen. So, jetzt wird ein bisschen gepusht hier. Alles klar, der Sander hat schon mal nicht getroffen. Gut, dass der raus ist. War eine geile Entscheidung, den mitzunehmen, auf jeden Fall. Warum kann ich hier meine Herzen nicht werfen? Kann man das nicht überall hin? Boah. Ey, ich konnte die 2 die ganze Zeit nicht drücken. Was ist das denn für eine Scheiße? Finde ich aber nicht so cool, ehrlich gesagt. Die pusht da, als wenn es keinen Morgen gibt. Alles klar, die 1 daneben gehauen. Bei mir läuft so richtig, glaube ich. Ja, mit Cupid muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen steigern. So darf es nicht weitergehen.
sie hat noch nicht so viel Schaden genommen. Boah, wie die mit der 3 schnell. Also auf den Cooldown von der 3 muss ich auf jeden Fall abwarten. Die Dings wird gar nicht dargestellt, die. Was soll ich sagen? Dass die Darstellung, wenn ich die 2 gedrückt habe, das wird gar nicht dargestellt, komischerweise. So, ein bisschen Mana noch gefuttert. Was hat sie sich eigentlich geholt? Lifesteal. Naja, nett. So, wir pushen hier so ein bisschen dagegen. Pushen ist sie natürlich klar besser als wir. Naja, auch schöner Damage wieder, der da rumkommt. Boah, das ist natürlich böse mit ihrer 3. Damit kontert sie mich richtig hart. Ist die Ult noch? Nee, ne? Ich muss jetzt gleich mal back hier. So. Transzendenz fertig bauen. So, das nehmen wir noch mit. Und noch das hier. Weiter geht's mit Text. Macht sie meinen Blue Buff? Nee, oder? Das traut sie sich nicht. Ja, sag ich ja, traut sie sich nicht. So, weiter geht's im Text. Wie viel Gold ist er hat? Noch gar nicht so viel. 2000 ist alles im grünen Bereich. Ich muss jetzt erstmal langsam hier reinkommen. Also ich muss, was wir uns merken müssen. Wir müssen, ey, irgendwie ist es hier voll verbuggt alles. Was ist das für eine Scheiße? Wir müssen die 3 rausbaiten. Das ist wichtig. Oh, jetzt ist die 3 rausgebaitet, wenn ich das richtig sehe. Alles klar. Läuft. Läuft gut. Läuft richtig gut. So soll's sein. Richtig scheiße gespielt von mir. So soll's sein. So. Mein Gott, toll. Was haben wir denn hier? Angriffsgeschwindigkeit, Heilung pro Herz. Ah, ich hol mir doch gleich hier, ich hole mir gleich Lifesteal und dann passt das. Aber so brauche ich natürlich nicht weitermachen. Das ist natürlich ein schlechter Plan. Vielleicht mal ein paar Einsen treffen. Das wäre. Oh, die Dodge ist aber auch gut. Kann man nicht meckern. Alles klar. Wieder nichts getroffen. So soll's sein. Oh, sie hat mich aber dafür getroffen. Und zwar nicht zu knapp. Erstmal ein paar Herzen für den Flow. Macht schon viel Schaden, ey. Da geh ich kaputt dran. So viel Schaden die macht. Oh, ein paar Herzchen. Zack. Ihr merkt, ich muss langsam ins Game reinkommen. Geil, das hat Schaden gemacht. Das ist gut. Okay, ich gehe weg. Uiuiui. So, Boots. Und dann brauche ich das hier. Ja, Lifesteal. Ganz dringend Lifesteal. Komm, go, go, go. Go for it, dude. Dude, and do the red. Hat die den Red Buff?
Nein! So. Kann ich ihren Blubuff machen? Das wäre natürlich nice. Ihr Blubuff ist nicht da. Warum auch? Warum sollte er auch da sein? Dann nehme ich halt meinen. Dann nehme ich halt meinen. Meiner ist eh viel cooler. Ey, kannst du den vielleicht mal aufnehmen? Oh, ein bisschen Herzen für mich. Okay. Ich hätte wirklich sehr gerne meinen Blue Buff jetzt. Ah, jetzt ist er despawned. Nice! Boah, dieses Game läuft aber richtig. Also richtig, richtig. Oh, Herzen. Mehr Herzen. Mehr Herzen, mehr Herzen. Was hat sie denn? Ein Polynomikon hat sie am Start. Und ich brauche jetzt auch meinen wohlverdienten Lifestyle. So. Und dann muss ich auf jeden Fall Def bauen. Gegen die gute Dame. Gegen die gute Dame, namentlich Sol. Mein Active Item war auf jeden Fall gar nicht fail. Ist auf jeden Fall richtig gut. So wie meine Einsen. Oh ja. Nice. Oh, geil, dass ihr Dings raus ist. Da muss ich mal dran denken jetzt. Ich habe meine 1 nicht mehr rausgekriegt. Das glaube ich jetzt nicht, Freunde. Ich hatte doch noch meine 1 gedrückt. No way. Ach, Mann. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Jetzt ist es aber ganz schön weit ahead. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Das ist gar nicht geil. Blinkt der schon hier? Ne, er blinkt noch nicht. Da muss ich hier hin. Was hat sie denn geholt? Oh, Def. Danke. Thanks, mate. Nein. Herzchen für Flo. Mein Gott, macht die viel Schaden. Da wirst du blind. Ich glaube, ich hätte doch meine 2 zuerst hochleveln sollen. Wäre ein besserer Plan gewesen. Oh, macht das viel Schaden! Wie gesagt, da wirst du blind. Da wirst du verrückt. Heal, heal, heal. Gucken, ob ich da was holen kann. Oh, ne. Wäre auch zu schön gewesen. Die ist ganz schön schnell damit, die gute. Ja, was soll ich sagen? Sol macht auf jeden Fall Spaß.
gegen sie zu spielen. Was, meine Ult ist nicht rausgegangen? Mama, die zerstört meinen Tower. Einfach so. Und heilt sich dabei die ganze Zeit auch noch. Ja, böse. Die ist böse. So. Aber ich habe mein Dev-Item, die Seuche. So, was holen wir jetzt? Titan Bane? Hm. Ich hole mir das hier. Durchdringung brauche ich, Freunde. So, mein Blue Buff ist down, das weiß ich. Wenn wir mal schön darauf achten, dass die nicht diesen einen fetten Buff da macht. Das wäre natürlich mega scheiße. Muss ich gleich mal warden. Mein Level her sieht sogar noch relativ gut aus. Ja, wie sie ja gar nicht durchgeslowt wird, das ist echt böse. Krass. Das ist nicht gut. Ich glaube, Freunde, das geht eher in die negative Richtung gerade. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich mir den Phoenix schon holen? Nein, das kann sie nicht. Das kann sie nicht, oder? Und jetzt hat sie einen Polyschuss. Oh, läuft. Oh ja, den kann sie doch holen. Geil. Dafür stirbt sie aber. Komm, dafür stirbt sie. Alles klar, ist toll. Die stirbt nicht. Die stirbt nicht einfach so. Jawohl. Der ist auch noch vorbei. Okay, ich kann mich wieder verpissen. Meine Herzen sind da auch gerade despawned. Nein, das war's. Das war's. Ach ne, war's doch noch nicht. Okay. Don't break my heart. Hallo, kannst du es mal sein lassen? Das übertreibt es aber ein bisschen, meiner Meinung nach. Aber nur meine Meinung. Ja, das war ja wohl mehr als nötig. So. Ich glaube, jetzt ist die Wende. Nicht? Mein Klee ist auch krass, ne? Das ist. Fällt gar nicht so auf, aber der ist krass. Vielleicht hätte ich mir nur mal hier diesen Golden Bow holen sollen. Mein Gott, ey, der Clear ist real. Der Clear ist real, Freunde. So, backdoort die mich jetzt? Ne, da kommt sie. So. Hey, oder hätte ich noch mehr gegen ihren Heal machen müssen? Ich weiß es nicht genau. Komm, backdoor mich doch. Komm, komm doch einfach hier vorbei. Ich weiß, dass du es willst. Ah ne, sie hat den Red Buff noch mal. Okay. Ist okay. Nein. Oh ja. Ne, der Heal geht aber noch. Ja, das war, oh, Sol, wie sie lebt und lebt, aber ich habe auch wirklich katastrophal gespielt, Freunde. Ja, da machst du nix. Komm, ich lade aber trotzdem hoch, da ist mir scheißegal. Auch die schlechten Spieler muss man mal zeigen. Ich hatte jetzt, glaube ich, bevor dieser Niederlage, hatte ich eine Winstreak von 4 Spielen oder so. Jetzt, ach, mal wieder eine Niederlage. Aber auch in diesem Fall muss man sagen, GG, well played. Ja. Samuel TC. Kürzlich gespielt. Kann man sich den angucken hier, den guten Mann? Ne, kann man nicht. Er hat sein Profil gesperrt, warum auch immer man sowas macht. Ja. Freunde. Das war nicht so. Das, ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Mir hat es
medium Spaß gemacht, dieses Spiel, aber das ist, glaube ich, auch normal. Beim nächsten Match werde ich gerankt und dann schauen wir mal, was so geht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt sauber und bis dann. Ciao, ciao.